Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer 4Heath80 mit einem neuen Unbooking-Video für euch. Was, Unbooking? Ja, das gab es schon mal auf meinem Kanal, denn nämlich im Mai habe ich euch ja das ultimative Kompendium zu Jurassic Park vorgestellt, dieses absolut geniale Buch von Panini. Und da habe ich ja schon mal erwähnt, dass im November noch dann ein zweites Buch erscheinen wird. Nicht mit Jurassic Park, sondern mit Jurassic World. Und das ist nun auch geschehen. Wenn ihr da mal reinguckt, macht auf jeden Fall, denn das Buch ist wirklich hervorragend für alle Jurassic Park und Jurassic World Fans. Ist dieses Buch auf jeden Fall ein Muss. Wir haben hier so viel Information über die Entstehung der Filme. Habe jetzt schon mal Jurassic Park komplett durchgelesen gehabt. Und hier gibt es auch viele kleine Goodies dazu, wie zum Beispiel hier mit ein paar fantastischen Extras. Eine Eintrittskarte von Jurassic Park zum Beispiel ist hier mit dabei gewesen. Zwar auch nicht 100% perfekt gemacht, das ganze Buch. Ich bin gespannt, wie es jetzt beim neuen ist, denn das habe ich nämlich eben jetzt gestern von Thalia bekommen. Und hier mal schauen wir dann Jurassic World, das ultimative Kompendium, eben das zweite Buch nach Jurassic Park, wo es jetzt eben um Jurassic World Filme geht, um alle drei. Und auch hier haben wir da 15 fantastische Extras inklusive Storyboards, Konzeptdesigns und auch Skizzen von Steven Spielberg sind hier mit dabei. Also auch hier ist einiges geboten. Auch vom Design her ist das ganze Buch auch identisch wie auch schon zum ersten. Also passt auch perfekt ins Regal. Von der Größe her ist es auch perfekt. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Und es ist auf jeden Fall auch ein extrem dicker Wälzer. Und so schauen sie eben dann nebeneinander aus, aber auch hier wirklich sehr schön gemacht. Aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich auf jeden Fall, denn wir müssen hier klipp und klar sagen, das Coverdesign gefällt mir hier vom Jurassic Park Buch extremst gut. Eine wunderschöne alte Zeichnung von damals, eine Konzeptzeichnung, die man hier bekommen hat. Leider haben wir jetzt eben hier beim Jurassic World Compendium nur Blue und Beta drauf, was ich ein bisschen schade finde. Denn es gab oder gibt so viele andere schöne Motive von diesen Filmen als jetzt eben diesen beiden, gebe ich zu. Zum Beispiel auch der Mosasaurus hätte hier gut drauf gepasst. Aber gut, nun ist es mal so, von dem Design her gefällt es mir leider eher ein bisschen weniger. Bei Amazon wurde es mir storniert und jetzt habe ich es bei Thalia bestellt. Auch da gibt es jetzt auch schon wieder Lieferschwierigkeiten. Bei Amazon ist es gerade wieder drin. Das ganze Buch kostet 49,99 €. Aber auf jeden Fall für dieses dicke, fette Wälzerbuch ist auf jeden Fall das Geld auch wert. Und wir machen jetzt hier mal die Folie runter. Und dann haben wir jetzt hier schon mal dann das Buch ausgepackt. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt einfach über in die Ego-Perspektive und gucken uns mal das ganze Buch mal ganz genau an. Und ich hoffe mal, auch ihr werdet hier zuschlagen, denn wie gesagt, ein sehr schickes Buch, wie auch schon das Jurassic Park Buch, ist auch hier wieder perfekt inszeniert gemacht worden. Und bis gleich hinter der Kamera. Ja, liebe Jurassic Park Fans, hier nun das Buch Jurassic World, das ultimative Kompendium, geschrieben von James Mottram. Und hier gibt es auch ein Vorwort von Bryce Dallas Howard und auch eine Einleitung von Colin Trevorrow, geleitet von J.R. Bayona und auch ein Nachwort von Frank Marshall. Und so schaut das ganze Buch hier schon mal aus. Wir haben hier vorne drauf eben den Blue und die Beta von dem dritten Teil von Dominion, ein neues Zeitalter. Über den Film kann man sich da streiten, ob es einem gefällt oder nicht. Ich muss auch leider sagen, er hat mir nicht ganz so gefallen wie Jurassic World und auch nicht wie zu Jurassic World 2, gebe ich zu. Aber ich muss einfach diesen Film schön gucken und das klappt auch jetzt auch schon mal sehr gut. Bis jetzt schon viermal gesehen und wird eigentlich von Mal zu Mal eigentlich immer besser. Ich hole mal kurz einen anderen Punkt mit her. Hier nochmal ein kleines Überblick nochmal. So schauen die Bücher aus, wie gesagt. Von der Dicke her sind sie eigentlich identisch. Also sind gleich dick, knapp 300 Seiten ungefähr oder 400 Seiten das Buch ungefähr. Also auf jeden Fall, hier gibt es wirklich sehr viel zu lesen. Aber vom Design her gefällt mir auf jeden Fall das Jurassic Park Buch um Welten besser, weil ich finde einfach, dass es hier ein bisschen langweilig ist mit eben die beiden Dinosauriern drauf. Hier eine sehr schöne Zeichnung und hätte mir auch hier sehr gut gefallen mit einem,
Storyboard sein und einfach von damals, die es halt eben nicht in den Film geschafft hat, wie das zum Beispiel. Also das ist wirklich hier sehr schön gemacht. Und so, gut, ihr seht schon, es ist genauso dick. Und wir legen jetzt mal das andere Buch wieder weg. Es ist wirklich auch sehr schwer. Und dann würde ich mal sagen, wir blättern einfach mal durch. Wir haben hier einen Glanzeffekt auf dem Jurassic World Logo hier oben. Auch das ultimative Compendium hat ebenfalls einen Glanzeffekt versehen bekommen. Und dann auch hier der Buchrücken, haben wir hier das Jurassic Dominion Logo. Und hier Jurassic World, das ultimative Compendium. Und hier eben das Panini Books. Und hier auf der Rückseite auch hier nochmal ein sehr schönes Motiv eben mit Indominus Rex. Und hier eben dann die Cryosphere. Und hier der Pike hat geöffnet. Ein paar weitere Szenenfotos aus den Filmen. Auch hier auch ein paar Szenen, Behind-the-Scenes-Fotos, wie eben gerade eben hier eben der Blue oder die Beta hier entwickelt wird. Und hier eben dann schon mal die Inhaltsangabe von dem Buch. Und hier mit den 15 fantastischen Extras. Im ersten Buch gab es aber 19. Hier nochmal der ENN-Code. Der Preis, wie gesagt, ist 49 Euro für das Buch, ist aber für mich persönlich vollkommen in Ordnung. Ihr seht hier schon, auch wirklich sehr dick. Dann haben wir hier ein paar, eine schwarze Seite mit weißen Streifen. Und hier schon ein sehr schönes erstes Motiv mit Indominus Rex. Diese Szene gab es auch nicht im Film. Dann hier nochmal im Jurassic World, das ultimative Compendium. Und dann geht es hier schon mal los mit der Inhaltsangabe. Wir haben hier bei Kapitel 1 schon mal eben, geht es um Jurassic World. Dann Kapitel 2 ist Jurassic World, das gefallene Königreich. Und Kapitel 3, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und hier Kapitel 4, Jurassic World Universum mit Spielwesen, echt jetzt revolutionäre Pixel- und Trickfilmträume. Und noch ein Nachwort, Verweis und auch eine Danksagung. Hier haben wir schon mal den wunderbaren Jurassic World, die Freizeitpark. Und jetzt geht's los eben mit dem Vorwort von Bryce Dallas Howard mit ihrem Bild dazu. Dann haben wir hier eine Einladung von Colin Trevorrow. Und dann haben wir hier eben Geleit von J.R. Bayona. Und dann geht es hier schon los mit dem Kapitel 1 Jurassic World. Auch hier eine sehr schöne Animation von damals. Und hier geht es eben los mit der Brutzeit. Wir blättern jetzt mal hier fix durch. Und dann geht es hier schon los mit den ersten Beilagen. Und auch hier, wie auch schon von dem anderen, ist auch hier wirklich sehr blöd gemacht. Denn die wurden hier reingeklebt und das ist extremst ärgerlich. Denn es gibt immer Kleberückstände, auch hier auf dem Blatt. Auch hier gehen sie auch wirklich sehr schlecht runter. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ärgerlich. Was ich auch schon vom ersten Teil, vom ersten Buch auch schon sehr kritisiert habe. Und hier White the Cryosphere. Natürlich ein sehr schönes Teil, aber wirklich extrem ärgerlich. Denn man bekommt das mit der Zeit dann nicht mehr runter. Und ich versuche es jetzt schon mal hier abzubobbeln. Und vor allem, es kann die auch sehr schnell kaputt gehen, weil diese Klebe wirklich extrem beknackt sind. Und das ist auf jeden Fall auch hier auch der Fall. Sehr nervig. Aber ich mache jetzt wieder hier rein. Also das ist wieder ein großer Kritikpunkt an diesem Buch, dass es also hier mit Klebepopeln befestigt wurde. Man hätte auch hier wunderbar einfach nur eine ein Einlage reinmachen müssen, so ein Ding, und einfach eins reingeschickt und gut wäre es gewesen. Weil so ist es einfach sehr, sehr ärgerlich. Denn so kann auch das Buch sehr schnell kaputt gehen. Und es liegt auch immer eigentlich alles rum. Auch hier schon mal eine schöne Konzeptzeichnung von Malasaurus, die man eigentlich gar nicht kennen. Und wir bleiben einfach hier mal weiter. Dann haben wir hier im Entwurf einer neuen Welt. Ein paar Storyboards hier, sehr schön gemacht, auch hier interessant. Dann geht es hier los mit den Storyboards. Ein extra Heftchen mit den Raptoren. Auch hier wieder reingeklebt. Und hier einmal. Ne, das ist sogar. Das, na, gehört das so? Ich glaube, das gehört so. Das ist hier so reingeklebt. Ja, das ist auf jeden Fall. Das, ich lasse es so, wie es ist. Das kann ich draus machen. Und hier erstmal dann ein paar schöne Designs vom Blue. Dann haben wir hier
den T-Rex, auch hier oben mit Bildbeschreibung, was man hier gerade sieht, auch hier oben auch nochmal. Oh, sau stark, sehr schön gemacht. Dann haben wir jetzt eben hier dann die Isla Nublar. Zurück ans Zeichenbrett. Auch das hat er hier reingeklebt. Dann ist das dritte. Dann haben wir hier Indominus Light and Magic. Und hier eben verschiedene Designs von Indominus Rex, wie er gemacht wurde. Und hier haben ein frühes Digitalmodell des Indominus Rex von ILM. Sehen wir hier. Dann hier nochmal dann eine Aufnahme des Referenzmodells des Indominus Rex. Hier auch nochmal, was hier oben das ist. Dann kommen wir jetzt hier schon zum Mosasaurus. 39, 40. Und Lieblingsszene von mir hier, gebe ich zu. Dann Jurassics neue Generation. Ausputzen. Dann haben wir hier dann den Pass von Henry Wu. Und hier nochmal ein Größenvergleich anscheinend mit den Dinos. Ach süß. Auch das ist hier so reingeklebt, das bleibt auch hier drin. Dann die Szenen. Das nächste, das ging jetzt richtig schnell. Wow. So wird es hier gedreht. Immer interessant, sowas zu sehen. Dann Vogelgehege, immer grüneres Gras. Hier die Szene von der Gyrosphere, wie es gemacht wurde. Dann eben im alten Park zurück. Der Legacy-Effekt. Eine weitere Karte. Ist geöffnet. Dann jetzt eben die Angriff der Flugsaurier. Auch sehr geile Szene. The Jurassic World, der ersten Teil, mir sehr gut gefallen. Rückkehr der Raptoren, ein bisschen anders da. Auch das hier kann man aufklappen. Oder auch nicht. Das Ganze hier aus. Und die ist auch schon der Blue oder Beta. Das Gehege von Raptoren. Hier ein Kopfmodell vom Raptor. Dann der Dreierkampf. Stark. Leider kommt der T-Rex für mich viel zu kurz im ersten Teil. Dann lauter Laute. Und jetzt haben wir hier eben schon die letzte Sequenz vom Film. Und jetzt geht es hier weiter eben dann mit Jurassic World 2. Das gefallene Königreich, auch das ein sehr cooles Bild. Natürlich die besondere Bewegung von Chris Pratt. Er versucht mit seiner Handbewegung eben die Tiere zu beruhigen. Und dann geht es eben hier los, Straßenkämpfer. Ein weiteres
Bild mit den Aktoren, wie er springt. Wow, dann Dinosaurier Countdown. Dann hier erste Konzeptzeichnungen vom Indoraptor. Hier sehen wir, wie es gemacht wurde. Dann die Auserwählten. Oh, das ist auch so süß. Back to the. Dann haben wir hier im Sticker. Und hier eben dann die Museum. Arcadia Action. Hier kommt ein bisschen mehr der T-Rex zum Vorschein, haben wir hier gleich rein. Die Szene fand ich auch sehr stark. Oh, sehr geil. Ja. Dann hier Lockdown in Lockwood. Die, wow, sehr starke Zeichnung. Gucken wir das mal an. Sehr stark. Und dann hier auf dem Dach. Dann Malcolms Rückkehr. Und hier Ian Malcolm. God creates dinosaurs. Dann leb wohl Isla Nublar. Sehr schade. Hat mir das sehr gut gefallen. Und hier eben auch eine sehr schöne Sequenz, war stark. Und hier die Dino-Noten. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Teil. Für mich persönlich der schwächste Teil der Jurassic World Reihe. Ein neues Zeitalter. Ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Haben wir hier schon mal Battle at Big Rock. Eben der kleine Kurzfilm, den man angucken konnte. Auch hier ist sehr schön gemacht mit verschiedenen Storyboards. Also hier ist wirklich alles drin, was es nur so gibt. Dann Dominion Designen. Guckt euch wirklich mal die Special Effects, die Specials an auf der Blu-ray Disc. Lohnt sich allemal, denn hier sieht man auch, was hier ist für Arbeit reingeschrieben mit diesen Animatronics. Sehr interessant gemacht. Dann haben wir jetzt eben hier dann die zurück in die Kreidezeit. Eine sehr schöne Sequenz, das hat mich so gut gefallen. Und eben dann ein Storyboard wieder mit den beiden Tieren. Und hier das Vermächtnis hält an. Und hier die ganzen neuen Charaktere. Dann eine Wintergeschichte. Und hier eben das besagte Fotos vom Cover Design. So wird es gemacht. Pandemie-Panik. Die Problematik des Filmdrehs, Mittelmeer, Maloche, mal der Konzeptdesign, auch das, wow, sehr cool hier, sehr stark, die Verfolgungsjagd, dann eben hier der Schwarzmarkt, die Szene finde ich auch extrem stark im Schwarzmarkt, und hier eben dann die Flucht, dann talwärts, dann der Pyroraptor. Auch sehr interessant, wie das gemacht wurde. Ebenfalls in den Specials auf der Blu-ray zu finden. Oder hier eben nachlesen.
Dann haben wir hier eben die Beta. Die Lophosaurus kam wieder zurück. Auch der natürlich hier sehr stark vom ersten Teil. Auch das ist wirklich die Metrodons sehr gut gemacht. Nein, auch von sehr guten Szenen hier. Und dann haben wir noch den Giganotosaurus, der viel zu kurz kommt im ganzen Film, wie ich persönlich finde. Und dann sind wir jetzt auch schon hier durch mit dem letzten Film. Und jetzt gibt es hier noch das Kapitel 4, das Jurassic World Universum. Und jetzt geht es hier um die Spielzeuge. Leider natürlich die Spielzeuge nicht mehr so schön wie damals, wo ich früher gehabt habe. Ist eher mehr Plastik. Ja, das sind es auch alle. Genau, den hier suche ich noch. Also wer es günstig abgeben möchte, bitte schreibt mich gerne an. Das hier suche ich. Leider auch sehr teuer geworden. Und hier mit verschiedenen weiteren Lego-Sachen noch, was es von Jurassic World gibt. Dann gibt es hier in Echtzeit auch hier. Oh, ich will da hin. Sehr cool, sehr cool. Und dann revolutionäre Pixel. Dann der Animationsfilm. Müsste es die Animation her, glaube ich, jetzt, glaub ich, jetzt hier. Muss ich ja noch nie gesehen. Ja, jetzt haben wir Jurassic World Evolution 2, das Spiel. Ich kann nur sagen, hol das Spiel auch, das ist sehr schön geworden. Gefällt mir auch ein gutes Spiel. Und hier Trickfilmträume. Und Camp Createros. Noch nie gesehen, aber es schaut dann doch recht interessant aus. Das sollte doch eher keine Kinderserie sein. Und hier noch das Nachwort dann von Frank Marshall. Und hier noch die Verweise. Also insgesamt haben wir hier knapp 260 Seiten an Informationen über die Jurassic World Filme und wir sind auch hier schon durch mit diesem wunderschönen Buch zu der zweiten Filmreihe von Jurassic World und ich kann nur sagen, ein sehr schönes Teil, bis auf das Design des Buches jetzt hier vorne drauf eher ein bisschen schwach, aber ansonsten auch wieder hier genauso viel Informationen zu finden wie auch schon im ersten Teil vom Buch. Und ja, was soll ich sagen? Sehr schön. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Jurassic Park und Jurassic World Fans, hier ist nun das zweite Buch Jurassic World, das ultimative Kompendium. Und was soll ich sagen? Wow, auch dieses Buch ist hier wirklich genauso hervorragend wie auch schon das Buch zum Jurassic Park Teil. Und hier auch das wirklich sehr schön gemacht, aufgeteilt in die verschiedenen Filme. Oder so das ganze Vermächtnis. Also hier wirklich wieder sehr viel Zeit investiert in dieses Buch. Und vor allem auch die kleinen Goodies auch sehr schön gemacht. Zwar nicht ganz so schön wie beim letzten Mal mit diesen ganzen vielen Klebepopeln. Aber wie wir auch hier, hätte man es auch anders lösen können, anstatt so reinzukleben. Denn das macht echt das Buch kaputt. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ärgerlich. Trotz alledem, der Kaufpreis von 50 Euro ist auf jeden Fall hier vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, zu kaufen bei Amazon oder auch bei Thalia, Kauflink unten in der Videobeschreibung, wo es eben gerade noch verfügbar ist. Und jetzt seid ihr gefragt, wie gefällt euch das Buch? Über die Filme müssen wir hier nicht diskutieren. Jedermanns Geschmack. Und ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Guckt auch mal die Almdys von heute an. Zum Beispiel auch Seth Frightness in der Ultimate Edition. Auch das ein Blick wert. Oder auch die Species Box. Oder auch der Polar Express. Ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö. Und...